Jetzt marschieren wir also tatsächlich zum ersten Mal Flixbus. Das wird spannend. Es gibt immer ein erstes Mal und heute ist das erste Mal. Südbahnstraße, da muss ich jetzt hin. Innsbrucker Bahnhof sieht man im Hintergrund ein bisschen. Da bin ich raus aus dem Zug und da vorne ist irgendwo der Flixbus. So, es geht weiter am Bahnhof, Gelände hier entlang Innsbruck und immer Richtung Südbahn. Südbahnhofstraße, so glaube ich heißt es. Ja, genau. Da vorne sehen wir auf jeden Fall die Sprungschanze. Da ist der Berg Isel. Den kennen wir alle aus dem Winter heraus. Und jetzt geht es dann nach vorne und dort, glaube ich, sehe ich auch schon den Flixbus. Tada! Da ist er ein Stück weit weg und wartet auf mich. Die einstündige Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen. Bin schon gespannt. So, ich habe es echt geschafft, ich sitze herinnen. Und jetzt sollte es eigentlich gleich losgehen. Gibt es irgendwelche Regeln, die wichtig sind im Flixbus? Schnarchen. Bitte? Nicht schnarchen. Nicht schnarchen? Ja. Servus, führt euch, ciao. Gibt's noch irgendwas? Was wichtig ist, was haben wir gesagt? Bierzelt. Führt euch, ciao. Ja. So wird der Felix im Lagen. Ciao. So sagt er das? Ja. Das muss er morgen auch sagen. Ja, schauen wir mal, ob er das sagen wird, der Felix oder nicht, je nachdem. Wir sind gespannt. So, jetzt sind wir tatsächlich da. Garmisch-Partenkirchen, willkommen. Und raus geht's. Tschüss! Ich wünsche dir was. Du, jetzt sagen wir nochmal die wichtigste Regel für alle, die im Bus aufs Klo müssen. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste am Klo? Nicht aus dem Fenster schauen. Englisch. Ach, Englisch ist auch gut. Jetzt geht's vom Bus in Richtung Hotel. Dann haben wir die Anreise so auch geschafft. Und dann heißt es früh schlafen gehen, denn es wird früh rausgehen auf den Berg. Ziel erreicht, da ist das Hotel. Jetzt heißt es einmal ausruhen und dann geht's am Berg.